Herzlich willkommen in einem der weiteren Tech-Videos. Heute soll es um das Thema gehen, ist der Schaft wichtiger, hat dieser einen größeren Einfluss auf euer Ergebnis oder ist es der Schlägerkopf? Wie ihr euch schon denken könnt, diese Frage kann man nicht klar pro Schaft oder pro Kopf beantworten. Erstmal möchte ich vielleicht auf die verschiedenen Eigenschaften dieser beiden Komponenten eingehen. Beim Schaft gibt es die Parameter Schaftgewicht, Schaftsteifigkeit, Balance, also Gewichtsverteilung des Schaftes, Torsion, also Verwindung des Schaftes und viele, viele mehr Detailparameter. Auch vielleicht noch hier zu nennen, der Unterschied zwischen einem Stahlschaft und einem Carbonschaft, was wir in einem anderen Video bereits behandelt haben. Bei einem Schlägerkopf sind die wesentlichen Parameter die Schlägerkopfform, das Schlägerkopfgewicht, die Schlägerkopfwinkel, also der Leihwinkel oder auch Lagewinkel genannt und der Loftwinkel oder Neigungswinkel, als auch die verschiedenen Herstellungsverfahren eines Schlägerkopfs. Also auch nicht hier ist jeder Schlägerkopf nachher aus dem gleichen Stahl hergestellt. Man muss sich immer überlegen, am Ende schlägt man diesen Golfball mit dem Schlägerkopf. Und alles, was sich auf die Ballflugdaten bezieht, also die Ballgeschwindigkeit, der Abflugwinkel, die Spinrate, die Flughöhe und die Schlagweite, was zu den Kernparametern gehört, wird maßgeblich durch den Schlägerkopf und dessen Eigenschaften beeinflusst. Sprich, spiele ich einen Eisenkopf beispielsweise mit einem niedrigeren Loft, dann fliegt der Ball etwas flacher ab, ich werde mehr Geschwindigkeit produzieren, die Backspinrate wird nach unten gehen und ich werde eine höhere Schlagweite erreichen. Im Gegenzug kann der Schaft extrem das Gefühl beeinflussen. Und wenn ich mich schlecht fühle, ich glaube, das kennt jeder von euch, dann führt das nicht unbedingt zu reproduzierbaren Kontakten. Also spiele ich zum Beispiel das komplett falsche Schaftgewicht oder die falsche Schaftlänge oder die falsche Schaftsteifigkeit und aus irgendeinem dieser Gründe stehe ich in der Ansprechposition und merke schon, da passt irgendwas nicht. Während im Schwung fühlt es sich nicht gut an, ich spüre nicht, wo der Schlägerkopf oder wo der Schaft sich in jedem Moment der Schwungphase befindet und nachher habe ich schlechte Kontakte. Dann wird natürlich der Score definitiv darunter leiden und vor allem meine Richtungs- und meine Längenkontrolle abnehmen. Sprich, ich muss immer sicherstellen, dass beide Faktoren zu mir als Spieler, zu meiner Technik, zu meinem Körper passen und einen möglichst effizienten Ballflug produzieren. Am Ende würde ich immer sagen, der Schaft beeinflusst viel, viel mehr das Schlaggefühl und auch die Kontrolle und die Wiederholbarkeit und der Schlägerkopf mehr die harten Fakten wie die Ballgeschwindigkeit und die Schlagweite. Aber natürlich kann auch dieses Segment hier, also der Schaft, die Schlagweite beeinflussen, aber eher auf indirektem Weg, weil wenn ich mich schlecht fühle während dem Schwung, den Ball entsprechend schlecht treffe, also außerhalb der Mitte oder der Schlägerkopf dann am Ende krumm unten ankommt, dann wirkt es sich natürlich nicht positiv auf die Schlagweite aus. Also ihr seht schon, es ist nicht so ganz einfach, diese beiden Parameter voneinander zu trennen und ich würde euch immer empfehlen, in einem guten Fitting beide Parameter anzugehen. Sprich, in einem Eisenfitting jetzt als Beispiel solltet ihr immer verschiedene Eisenköpfe schlagen und nachher dann diese auch mit verschiedenen Schäften kombinieren. Ganz oben haben wir auch noch den Griff, ja, das ist die dritte Komponente am Schläger, wo wir in einem separaten Video nochmal drauf eingehen, was gibt es hier für Möglichkeiten und wie groß ist der Einfluss auf das Schlagergebnis.